Ja, Patrick, 24-18 für unsere Truppe gegen TG 81, Revanche zum Hinspiel auf jeden Fall geglückt. Was war heute ausschlaggebend? Die Abwehr. Wir haben sehr dezimiert gespielt, wie man gesehen hat. Ich glaube, TG ging es ähnlich, aber man hat heute im Gegensatz zu letzter Woche gegen Rating gemerkt, trotz des dünnen Kaders, wir wollten unbedingt was reißen und das maximal rausholen und die Abwehr hat vom ersten Moment an gefunzt und wenn dann doch mal ein Ball durchkam, war Andi da mit starken Paraden. Also man hat halt einfach gemerkt, dass jeder Bock hatte. Von der Bank kam geile Stimmung rüber und ich glaube, das war da der letzten Endes dann auch der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen mehr Power hatten als TG 81. Das ist uns auch aufgefallen, dass TG 81 sicherlich jetzt mit dem Hinspiel nicht in der Komplexität zu vergleichen war. Also es fehlte schon ein bisschen mehr der Zug zum Tor. TGs, glaube ich, war sehr wenig. Habt ihr im Training an der Abwehr die letzte Zeit gearbeitet, weil es war ja eine sehr, sehr konkrete 6-0-Deckung, sehr massiv und auch wirklich sehr gut verrückt. War das ein Schwerpunkt, den du in den letzten Wochen gesetzt hast oder habt ihr euch da heute quasi gefunden? Also weniger. Also wir wussten natürlich, dass TG mit zwei Kreisläufern spielt. Das haben wir so ein bisschen angesprochen mehr. Und jetzt haben wir natürlich Glück mit dem Puschi und mit dem Betze. Das sind natürlich zwei, die da im Mittelblock auch richtig für Alarm sorgen. Und wenn die Kommunikation stimmt, und das hat man heute gemerkt, dann ist es auch einfach, gegen so einen Kreisläufer zu spielen. Ne? Aber viel war in den letzten Wochen, dass wir dieses Problem einfach hatten, dass wir nicht geredet haben und keine Absprachen hatten. Und was wir viel mehr trainiert haben in den letzten Wochen, ist wirklich dieses Tempo nach vorne. Ne? Das hat extrem nachgelassen. Sowohl gegen Wersten ging es sogar noch, da war es ja ein offenes Spiel, das war ja ein Festival der Tore. Und gegen Ratingen letzte Woche, das war ja grausam. Also da kam nach vorne aus der zweiten Welle gar nichts. Das Tempo wurde ab der Mitte konsequent abgebrochen. Und das haben wir heute mal wieder umgemünzt, so dass wir halt auch weiter Druck machen, weil gegen TG 6 gegen 6 kannst du knicken. Ne, das ist einfach eine starke Abwehr, die da hinten haben und das war der primäre Trainingsfokus der letzten Woche. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Ich fange mal bei dir an, Felix. Ja, sag mal was zum Spiel. Zur zweiten Herren. Ja, wir sind bei der zweiten gerade. Irgendwie haben wir uns das, glaube ich, irgendwie selbst ein bisschen schwierig gemacht. Haben irgendwie viele, viele Bälle abgegeben und haben es nachher aber dann richtig gebacken bekommen, zusammenzuspielen und mit Absprache. Das war nachher echt dann wunderbar in der zweiten Halbzeit irgendwann. Andi, personelle Situation vor dem Spiel. Suboptimal möchte ich sie mal nennen. Punkte hier behalten. Dein Fazit. Ja, also dafür, dass wir halt im Vorfeld wussten, dass wir heute hier mit einem Rumpfkader antreten, wo sogar der alte Trainer mitspielen darf, bin ich eigentlich im Endeffekt zufrieden. Also wir haben uns gut gefangen, wie der Felix schon gesagt hat, haben wir uns halt in der Abwehr und im Angriff auch noch gefangen, weil wir haben zum ersten Mal in dieser Konstellation gespielt, wir hatten Kniekranke dabei, Erkältete und dafür war es okay.